War ja sowieso klar, dass der, dass wenn wir mal irgendwie eine Enton fangen, das war das eine Enteron. Das ist natürlich Enter. Das Geschlechts, ja, es ist Geschlechter halt. In mein Team, ah, sehr schön, können wir gleich wechseln. Na dann, nach raus mit dir. Enter wird in das Team aufgenommen. Ein Chaos Code auf die Box geschickt. So ein neues Teammitglied. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal kurz an die Oberfläche. Und da finden wir hier noch eine Stelle zum Graben kurz. Nein, hier ist. Dann graben wir hier noch ein bisschen. Dann gehe ich mal kurz an die Oberfläche, mein Team zu heilen. Dann kommen wir wieder runter und können noch ein bisschen verschwenden, hier noch ein bisschen Zeit beim Untergrund graben. Wir haben auch eine Hauptstory, sowas wie eine zweite Arena, die wir mal machen müssen und so, aber nur die Ruhe. Erstmal wird hier Untergrund gemacht. Und da werden wir jetzt noch ein, zwei Folgen mit beschäftigt sein. Jetzt haben wir so eine Steinbox bekommen. Da ist auch nicht mehr viel Platz für andere Sachen. Gut, her mit der Statue. Blutstest. Luxussteintruhe. Oha. Na, was haben wir da? Eine Skogu-Statue. Mit Sternchen. Eine besonders wertvolle oder seltene Skogu-Statue. Gut. Nun will ich mal in die Oberfläche zurückgehen. Und dann recherchiere ich mal bis zum nächsten Part, wie wir das mit dem, Bohrer hinkriegen. Und dann machen wir am nächsten Part vielleicht eine Basis. Das wäre mein Ding für die nächste Folge. Gut, an die Oberfläche mit uns. Team heilen. Sag schon mal ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Euch dieser Untergrundpart gefallen hat und ihr den nächsten Untergrundpart nicht verpassen wollt. Und dann machen wir direkt weiter. Untergrund. Der Plus war es. Ja, hier. Hab ich drauf gespeichert. Speichern und auf geht's in den Untergrund. So. Ich habe nach wie vor keine Ahnung. Ja, doch, doch, ich habe eine Ahnung. Ja, Sekunde. Ich weiß, wie wir einen Bohrer bekommen und wie wir eine Basis uns aufbauen. Dafür müssen wir erstmal in die Oberfläche. Wir sehen das noch gleich. Einmal auftauchen, bitte. An die Oberfläche, genau so. Willkommen zurück übrigens zu einem neuen Part. Pokémon Strahlender Diamant. Mich nicht alles täuscht. Wie war es denn in den Untergrundhöhlen? Groß und leer, sagst du. Das liegt einfach daran, dass du in Sachen Höhlenerforschung noch ein Anfänger bist. Unter der Erde liegen an vielen Stellen Schätze vergraben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Als nächstes möchte ich, dass du nach solchen Schätzen suchst. Gib dich zu den gelbfunkelnden Stellen, die dir dein Radar anzeigt, und suche dann mit Hilfe des A-Knopfes nach Schätzen.
Hast du wieder eine Belohnung verdient? Einwegbohrer. Oh. Du stoßt den Einwegbohrer in der Schatztasche. Sehr gut. Wenn wir gegraben haben, dafür kriegen wir. Wenn wir bestimmte Sachen für ihn tun, dann kriegen wir Sachen von ihm. Ja. Im Wesentlichen. That is how it works. Was haben wir hier? Nein, nicht hier. Hier. Im Untergrund. Es geht auch online in den Untergrund gehen. Dort kann man gemeinsam mit anderen Leuten die Pokémon strahlen, in der Mitte oder leuchtende Perle besitzen. Gemeinsam graben. Nur ich habe halt keinen. Ich habe halt keine Freunde. Schnief. Na doch, habe ich. Aber die haben alle keine Switch. Und kein Pokémon. Strahlender Diamant und leuchtende Perle. Daher. Oh, das sieht interessant aus da unten. Wollen wir da mal unsere Basis aufbauen? Haut ab. In der Spitze. Ich weiß noch ein Pokémon Diamant. Und guck mal, Diamant und Pearl, da gab es ja diese. Oh, wer bist du? Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Es ist wichtig, auch mal eine Pause zu machen. Du hast dich entschieden, eine kurze Pause zu machen. Pokémon geheilt. Das ist ja jetzt hier relevant, weil du kämpfen musst. Du und dein Pokémon sind ganz ausgeruht. Gibt es irgendwelche Dinge zu sammeln? Können wir uns genau hier in eine Höhle reingraben? Ein Wegbohrer, wo haben wir den? Entonkanner. Deswegen, das ist wieder der richtige Ort, noch die richtige Zeit. Einwegbohrer. Und den können wir hier nicht einsetzen. Okay, wo können wir den einsetzen? Gerade nicht. Puh, okay. Wo können wir den Einwegbohrer einsetzen? Ah, wir müssen auf die Wand klicken. Musst du mit dem Einwegbohrer eine Geheimbasis erstellen. Genau hier beim Zickzack. Nice. Geheimbasis gebaut. Das ist deine Geheimbasis. Möchtest du sie betreten? An links. Oha. Die sieht auch ziemlich leer aus. Und da ist sie. Geheimbasis von Zwergi. Statue platzieren. Statueneffekt. Abbrechen. Statue platzieren. Da haben wir einen, da müssten wir einige haben. Zwei. Oh, riesig groß ist das. Oha. Das sind wir doch so selten. Und mit keiner. Hübsch. Pokémon vom Team Böden erscheinen ein klein wenig häufiger. Aha.
dank des war das jetzt ausgerüstet habe, so wie es ist. Früher gab es hier, manchmal gab es hier eine, Flagge, die man sich gegenseitig dann noch stehlen musste, da man dann, was wollte ich sagen, eben bevor ich mit dem Wander geredet habe, ich weiß nicht, irgendwas, was früher im Untergrund hier gab. Tja, Pfeilen müssen wir auf jeden Fall platzieren hier. Ja, auch schön, Trainer passt. Aber haben wir nicht welche geschenkt bekommen von dem Typ, der von dem Untergrundmann? Scheinbar nicht hier. Nicht in diesem Inventar. Okay. Und dann haben wir jetzt hier eine kleine Geheimbasis. Müssen wir uns merken, wo die ist, oder wird hier markiert? Wahrscheinlich merken wir es uns. Und wie hier beim Zickzack zählt. Wunderschön. Das wollte ich am Anfang dieser Folge machen. Jetzt werden wir uns auch mal hinaufbegeben. Und wir können auch später in den Untergrund zu Genüge rein. Ich denke, wir sollten jetzt dringend mal uns an die Arena, begeben. Uns an die Arena machen. Und dann mit Story mal ein bisschen weiterspielen. Sonst vergesse ich hier noch, wo mein Team zu bedienen. Sonst vergesse ich hier mit dem Kämpfen und so weiter. Das muss auch gelernt sein. Kennt ihr das, wo man lange Zeit... Ich glaube, ich behalte Modi an der Spitze. Dann brennt hier alles weg in der Pflanzenarena. Kennt ihr das, wenn ihr ein Pokémon-Spiel lange Zeit nicht mehr gespielt habt und dann wieder online... Also nicht online, aber wenn ihr das Spiel dann wieder startet, erneut erinnert an Silvana, Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Und das Spiel erneut startet und dann auf einmal euer Team gar nicht mehr kennt und dann denkt, pff, ich muss mir jetzt mal angucken, was habe ich denn für, was können denn meine Pokémon für Attacken und was habe ich überhaupt für Pokémon und was können die so? Das ist, ja. Wenn wir jetzt 10 Paar zum Untergrund verbringen würden, das wäre dann auch... Oder auch dann das Kämpfen vergessen. Oh, die zukünftige Champ. Zugegeben, so habe ich den Jungen, der vorhin hier hineingestürmt ist, auch genannt. Unser Arena-Leiterin Silvana setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben Pflanzen-Pokémon eine Abneigung gegen Typ Feuer. Von los demnächst gebe ich dir noch einen guten Rat auf den Weg. Brauchst du nicht, ich fackel dir alles nieder. Kannst die Arena drin erst herausfordern, wenn du die anderen Trainer, die sich in deren Arena versteckt haben, besiegt hast. Es wird nicht einfach, aber sieh es als gutes Training für den Pokémon und gib alles. Und werde ich tun. Bevor du gegen mich, die Arena drin antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiterhin auf dich. Viel Glück. Ihr wiederholt euch. Oh ja. Ein Wald in einer Arena. Gut, dann suchen wir mal den ersten Trainer auf. Und bekämpfen ihn. Bist du einer? Konntest du mich nur finden? Also gut, kämpfen wir. Haben wahrscheinlich auch Pflanzen-Pokémon. Ja. Wir werden hier mit Mordi nicht einen Finger rühren müssen. Macht alle Platz. Mit den Feuerattacken.
sind sehr effektiv. Das ist alles Platz in den ganzen Wald gerodet. Ist einfach alles Platz gemacht. Die Arena haben wir Frost 2 im ersten Versuch. Das machen wir mal, da spazieren wir durch. Wir kämpfen natürlich weiter. Zu sorglos und zu unvorsichtig sollte man natürlich nicht sein, aber schönes EXP-Farm. Auch für die Teammitglieder. Okay, ich muss Level 20. Eigentlich hatte ich gehofft, dass durch dein abgelenktes Staunen einen Sieg holen zu können. Ich bin 540 Pokémon. Der nächste Trainer befindet sich in der Nähe von zwei Felsen an eines Weges, glaube ich. Zwei Felsen. Hier vielleicht? Meine Pflanzen-Pokémon beherrschen ein paar mächtige Spezialattacken. Denke also nicht, ich würde es dir leicht machen. Du machst es mir damit leicht, dass du Pflanzen-Pokémon hast. Aroma-Lady. Petra. Jetzt Knospi ein. Müde scannen. Flammenrad. Die Pflanzen Pokémon sind wirklich hoffnungslos ausgesetzt gegen mich und meinen Starter Pokémon. Gift ist natürlich ein bisschen blöd. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben noch keinen Schaden gekriegt, aber Jangt. Jetzt haben wir halt Giftschaden. Mal zur Abwechslung ein bisschen Blut. Tut hier nichts zur Sache. Haben wir ein Gegengift? Das können wir mal einsetzen. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Noch ein Knospi. Hast du noch Knospi zum Ziel? Oder was ist das hier? So. Ein Gegengift. Ja, haben wir 7 Stück davon. Lohnt sich. Lohnt sich, das mal einzusetzen. Absorber. Ja, schön. Netter Versuch. Gelingt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Vitalkraut haben. Was wir immer wieder vorsagen. Vitalkraut. Die besseren Beleber. Günstiger und besser. Habe ich zumindest günstiger im Kopf. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Haben sie nicht so wirklich auf die Karte, auf die Preise geschaut. Petra besiegt. Je schöner die Blume, desto schneller verblüht sie. Nun ist 780 Pokémon der neuen Siegreich aus dem Kampf gegen Petra hervor. Ach, natürlich. Der Hinweis auf den nächsten Trainer hinter dem mittleren der drei Bäume sollte reichen. Viel Glück. Ist der nicht? Hinter dem mittleren der drei Bäume. Links. Da sind drei Bäume. Du kannst die Gestalt einer Blume verbergen, nicht aber ihren Duft. 4 Trainer waren es, oder? Aroma Lady Gesa sitzt Chenast ein. Oh, Chenast. Starter Pokémon, der. War der von dieser Generation? Chenast war der von Malos Diamant? Bin mir nicht sicher. Ich glaube ja, Chenast, Klimper und Hanflam. War das so?
bin mir relativ sicher, aber wissen, Mondi rechnet bei 21. Auch meine Liebe siegt. Ich hoffe, Knospi kriegt ein paar Erfahrungspunkte ab. Was, der hat nur einen Schilast? Das ist ja großartig. Der nächste Gegner wartet neben 4 Blumenbüscheln auf dich. Ich weiß doch, wo die sind. Ich hab doch Diamant gespielt. Einige Male in meiner Kindheit. Ist mir in Erinnerung geblieben. Hihi, du hast mich also tatsächlich gefunden. Natürlich werden wir jetzt kämpfen. Oh, schreck. Ich habe die Hoffnung, hier meinen Schönheitsteller, Rosilia. Ja, genau das. Ich habe die Hoffnung, meinen Knospi in deine Rosilia zu entwickeln. Vielleicht im Arena-Wettekampf. Wenn sie den paralysiert, wie ist das passiert? Mega sauber. Durch die Erfahrungspunkte, die sie durch das Team kriegt, habe ich gehofft, dass das da ist. Vielleicht entwickelt sie sich dann bald. Die Knospi. Nomi, Level 18. Naja, weiß nicht, mit welchem Level das ist. Mary, Level 20. Inter, Level 17. Da kann sich auch gerne mal entwickeln. Als Ento nutzt er mehr weniger als Entoren. Du gewinnst 1224 Pokémon-Dollar. Und gehst siegreich gegen die Schönheit hervor. Hihi, jetzt ist nur noch die Arena-Leiterin übrig. Geh schon, hab keine Angst. Ich und Angst. Ja gut. Arena-Leiterin, ich komme. Wie sieht es mit dem Team aus? Das Team wurde gar nicht angefasst. Vielleicht habe ich einen Anti-Paralysator. Ich wüsste gern, in welchem Level sich Knospi entwickelt. So, mal im Beutel vielleicht ein bisschen Statusheilung vornehmen. Paraheiler. Sehr praktisch. Und vielleicht mal ein kleines Tränkchen. Ohne zwei. So, na dann. Rein in den Kampf. Du hast mich warten lassen. Ich leite die Ibiginau Arena. Man nennt mich Silvana, die Pflanzenmeisterin. Ich wusste, dass du es zu mir schaffen würdest. Auf meine Instinkte kann ich mich immer verlassen. Du hast eindeutig die Aura einer Gewinnerin. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Arena-Leiterin Silvana fordert dich heraus. Kikugi. Los, Modi. Mein Feuerstarter. Auf geht's. Flinkklaue und Attacke. Ja, easy. Yomi erreicht Level 19. Level 21 für Takeru. Chenast. Ich kämpfe weiter. Natürlich. Flammrad. Okay. Es hält ein bisschen aus. Und das ist eine defensive Attacke ein. Ein bisschen gut. Super Trank. Und das hätte ich kommen sehen müssen. Aber was ist. Hier juckt. Juckt jetzt wen genau? Super Trank. Bei anderen hätte ich mich beklagt. Aber jetzt, ja, juckt. Das zögert nur meine. Der nächste Super Trank. Du zögerst nur meinen Sieg heraus.
Muss halt ein paar Attacken mehr einsetzen. Ja, mei. Verschwendest deine Tränke. Roserade. So wird in unser Knospi eines Tages aussehen. Gut aufpassen. Das ist noch nicht das Ende. Roserade. Doch, doch, das ist das Ende. So ziemlich. Siehe, wie dein Team brennt. Paralysiert. Sie kann nicht angreifen. Ah, sehr schön. Das ist der Vorteil von Pflanzen-Pokémon. Eigentlich von Elektro-Pokémon, aber was soll's. Na, hält was aus. Hält sich ein bisschen selbst. Müdes Gähnen. Ah. Okay, das habe ich jetzt leider aus Versehen überlesen. Strauchler. Ja, das war ja wohl... Das war nicht schwer. Der Erfahrungspunkt für alle. Modiere erreicht Level 22. Level 21 für Ichirikus. Enter Level 18. Sein Kopfstoß. Gerne, ist eine gute Attacke. Aussetzen kann. Ins 2 und schwupp. Ent hat Aussetzer vergessen und seinen Kopfstoß erlernt. Ein älterer Silvaner wurde besiegt. Unglaublich, du bist unfassbar stark. Nee, du bist unfassbar schwach. Du gewinnst 2904 Pokémon und wirst siegreich aus dem Kampf gehen. Arena einen älteren Silvaner hervor. Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe. Du bist ein starker Trainer. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie sehr du sie magst. Als Zeichen meiner Anerkennung berechne ich dir das hier. Der zweite Orden. Muss man polieren. Geht über den Bildschirm, dass man da mal ein bisschen drüber polieren kann. Das ist den Waldorden von Silvaner. In den Waldorden kannst du die VM-Attacke zerschneiden. Über deinen Pokédex verwenden. Wenn du jetzt zwei Ohren hast, werden die anderen getauschten Pokémon bis Level 30 gebrechen. Die gebe ich dir auch noch, ein Geschenk von mir persönlich. Du hältst die Sticker, die Silvaner verwendet. Du hältst TM86. Du staust die TM86 in der TM-Tasche. TM86 enthält Attacke Strauchler. Interessant für unser Pflanzen-Pokémon. Eine meiner Lieblingsattacken. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden richtet sie bei ihm an. Machen wir gleich mal. Gleich mal einsetzen. Das Büro braucht eine neue Attacke. Zerschneider Aufbereitung. Umgeberei Strauchler. Der wurde aktiviert. Kann ich mal einmal einsetzen. Sorgensamen können wir vergessen. 1, 2 und schub. Yomi hat Sorgensamen vergessen und Strauchler erlernt. Zerschneider ist eine TM, das heißt, wir müssen das. Die Büsche zu zerschneiden müssen, was jemand beibringen. Aber ich dachte, wir haben die App dafür auf dem Pokédex, dass wir das nicht mehr müssen. Okay, Entwicklung lässt noch auf sich warten. Okay, dann gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Erstmal das Pokémon, ja, kann man eigentlich auch knicken. Das Pokémon Center. Mal schauen, wie wir da durch die Büsche kommen. Ob wir das wirklich jemandem beibringen müssen. Ich dachte, die Zeit der VM ist da mehr vorbei.
könnten wir einfach so